Herzlich willkommen zur allerersten Folge Mein Bild mit Dave heute. Das ist die allererste Folge. Ich freue mich, Dave, dass du mein erster Gast bist. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Auch wenn du ein bisschen zu spät gekommen bist. Zwei Stunden. Alles gut. Wir fangen jetzt ganz gezielt an. Das Format besteht darin, wir werden zusammen ein Bild malen. Und zwar haben wir eine Stunde Zeit für das Bild. Jawohl. Es gibt keine Regeln. Jeder darf über das Gemalte von dem anderen malen. Okay. Es gibt quasi eine Regel gibt's. Man darf sich nicht aufregen. Okay. Das so. Kriege ich hin. Man provoziert vielleicht nicht extra, sondern malt nur, wenn man auch fühlt, dass man das jetzt übermalen muss. Aber der andere darf auch wieder übermalen. Okay. Genau, eine Stunde Zeit. Und dann darfst du das Bild mitnehmen. Geil. Ich freue mich. Dave, einmal kurz zu dir, um dich vorzustellen. Du machst YouTube. Jo. Ich habe aber überlegt, bist du YouTuber? Würdest du dich selber als YouTuber bezeichnen? Ja, voll. Das ist deine Bezeichnung. Ja, mit vollem Herzen. Okay. YouTuber. Okay. Und ich bin stolz über die, über die Bezeichnung des YouTubers. Ja. Früher habe ich mich da immer so ein bisschen versteckt. Aber mittlerweile kann ich so sagen, ja, ich bin YouTuber und ich finde es richtig geil. Okay, nice. Ja. Ich finde, ich muss sagen, du bist einer meiner Lieblings-YouTuber. So. Danke. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt YouTuber sein wollen würde oder mir aussuchen könnte, dann würde ich das machen, was du machst. Ah. Also ich finde das sehr nice. Du machst ja kein klassisches Format so. Du hast nicht diese klassischen YouTube-Formate. Du machst wirklich manchmal fast was Aktivistisches. Manchmal irgendwie, sehr kreative Sachen. Freestyle, immer was in den Kopf kommt. Sprechen wir jetzt noch drüber. Wir philosophieren ein bisschen vielleicht, quatschen ein bisschen. Als erstes musst du dir ein Format aussuchen. Okay. Für die Leinwand. Wir haben eine Stunde Zeit, richtig? Wir haben eine Stunde Zeit. Die Uhr drehe ich gleich um, sobald die Leinwand steht. Okay. Was für eine Größe? Ich glaube, ich gehe auf was relativ Großes, damit wir in der Stunde schnell, zack, zack. Okay. Das ist eher so mein Stil, die Videos, so ein bisschen Freestyle. Ich glaube, ich nehme die allererste, die hier direkt vorne steht. Okay. Perfekt. Easy. Ich packe die noch aus. Ein schönes, großes Ding. Das ist ein schönes Format. 80x100. Ja, geil. Ich mache das immer ordentlich, weil ich die Folien gerne weiter benutze. Ja. Werde ich dir gleich zeigen. Das ist schön, dass du einem die Möglichkeit gibst, so ein großes Ding zu malen. Weil wenn du zu Hause kein Setup aufgebaut hast, wo du sowas Großes malen kannst, dann ist es übelst der Hack-Mack, irgendwo einen Raum frei zu räumen, den abzudecken und so. Und so ist jetzt richtig geil, kann man... Hast du einen Wunsch für dieses Hochformat oder Querformat? Hochformat, gerne. Hochformat, lieber. Ja. Ich bin auch immer ein Freund davon, wenn das Bild sich irgendwie ergibt, dass man es dann nochmal dreht und wendet. Ja. Aber fangen wir im Hochformat an, okay. Boah, ich bin hyped. Ich guck schon mal, was hier farbenmäßig so unterwegs ist. Du darfst dich bedienen, wie du willst. Du darfst die Farben benutzen, wie du willst. Wir haben eine Menge Sprühfarben, was ist das, Acrylfarben? Wir haben hier Acrylfarben und Spraydosen, genau, da drin sind noch mehr. Okay. Acrylfarben, hauptsächlich Rot. Okay. Habe ich von meiner Mutter bekommen, die letzten. Du machst viel mit Gelb bei dir. Ich mache viel mit Gelb, ja. Gelb finde ich auch gut, aber können wir gleich mal schauen. Ja, können wir jetzt schauen. Wir brauchen eine Grundierung quasi im Hintergrund. Okay. So die Hauptfarbe. Kann man natürlich auch mehrere nehmen. Ja. Aber wir müssen ja mit einer anfangen. Ich würde auch sagen, wir fangen jetzt... Ich habe hier eine wunderbare Sanduhr organisiert. Die drehe ich um. Die läuft genau eine Stunde. Und dann ready? Ich bin ready. Okay. Und dann haben wir genau eine Stunde Zeit. Es läuft. Okay. Stark. Let's go. Und jetzt einfach starten. Jetzt starten wir. Und Grundierung. Gerne irgendwas Knalliges. Ich gehe davon aus, dass es auf einer weißen Wand hängen wird. Also würde ich nicht mit einer gelben Grundierung, glaube ich, starten, sondern eher gelbe Akzente nehmen und irgendwas, was sich besser von weiß abhebt. Vielleicht eine blaue Grundierung, weil gelb auf blau vielleicht auch noch funktioniert. Ich habe alles da außer grün. Okay. So gefühlt irgendwie. Ja. Grün mag ich eh nicht. Ja, ich bin auch nicht so der... Probiere ich auch in den Videos zu vermeiden. Alles, was mit Wiese und so ist, dann sieht es immer scheiße aus. Findest du? Ja. Also ich finde Naturgrün schön. Aber ja, so ein dunkles oder so. Ich arbeite mit den Hauptfarben. Ja. Du musst mir sagen, was hier geht und was nicht. Ich finde das Blau schöner. Das okay. ist ein dunkleres Blau. Das müsste das gleiche Blau sein. Ja. Ich habe ziemlich wenig Ahnung, aber das ist ja bei Kunst ja jetzt erstmal... Das ist auch komplett egal. Ah ja.
und bei dir jetzt besser funktioniert. Dann nehmen wir das. Geil. Reicht das schon? Ja, ne? Das reicht nicht. Nicht? Nee. Oh ja, sehr gut. Oh ja, das ist... Ich würde sagen, wir sind fertig. Ja, könnte man meinen. Wenn man jetzt nicht... Ich finde es auf jeden Fall gut. Wenn du jetzt den einen oder anderen Namen hättest, könnte können wir so weitermachen. Können wir auch. Und wenig verstreichen. Ja. Also wir können so mit einem Rakel oder so mal irgendwo komplett was wegziehen. Ja, was wegziehen. Aber das gut. Hier finde ich, also ne, so und mischen und ziehen und so. Aber so die... Die Strukturen findest du Strukturen gut? Strukturen finde ich richtig gut. Ja, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem das Weiß weg, oder? Irgendwie. Ja, 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 können wir machen. Dann gehen wir gleich mit den anderen Farben so okay. Komplett drüber. Du bist sowieso... Ich weiß nicht, wo der Deckel ist. Ich hatte dich ja sowieso schon mal hier im Atelier. Ja. Und was ich mir auch vorher gedacht hatte, aber was ich auch bestellt, du bist ja eher so der abstrakte Typ. Ja. Ne? Ja. Also du magst es sehr... Wenig nicht. Geplant. Genau, und so, genau. Ja. Aber das mischt sich, glaube ich, ganz gut, weil ja. Ich ja auch gerne so arbeite. Magst du es so verstreichen? Ich ja, wollte fragen, ob das geht. Ja, das klar geht das. Sag mal, so YouTuber zu sein und auch gerade so einen speziellen Content zu machen, wo man einfach sagt, okay, ich will mir eine Rolex verdienen über abstruse Arten von Einnahmen. Mhm. Wie kommt man darauf, sowas zu machen? Und wie kommt man darauf zu sagen, ich will wirklich... das hauptberuflich machen und damit mein Geld verdienen. Und also es ist ja nämlich schon ein kompletter Lifestyle. Ja. Es hat ja wenig zu tun mit, ich möchte einfach nur Geld verdienen. Ja. Das Ding ist, ich bin ja schon super lange in dem YouTube-Ding. Also ich bin 2012 von Video Day zu XXL-Tuber-Day zu keine Ahnung wo getravelt in den Sommertagen, weil ich einfach übelst der Fan war. Und habe damals schon Videos gemacht, die sich zwar niemand angeschaut hat, aber ich habe zumindest Videos gemacht. Und habe mich dann dafür entschieden, okay, ich gehe eher in so eine Produktionsrichtung und produziere für andere Leute, weil ich funktioniere vor der Kamera nicht so gut. Und habe dann über die Zeit immer mehr Leute kennengelernt und irgendwann hat mein guter Freund Max, der andere Max, mir gesagt, ey, ich weiß das, Krankrafter Max. Ich merke, dass du es eigentlich selber machen willst. Jetzt probier es einfach mal. Ja. Nochmal, nachdem ich lange dann keine Videos mehr gemacht hatte auf YouTube. Ich habe es gemacht und hatte dann irgendwie auch ein paar andere oder mehr Mittel, um größere Ideen umzusetzen. Und habe dann über die Zeit hinweg, nachdem ich Challenges gemacht habe, nachdem ich alles andere gemacht habe, gemerkt, ey, okay, vielleicht muss ich irgendwas machen, was... so grundverschieden ist zu anderen Sachen. Mhm. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr der Einzige, der sowas macht in die Richtung. Aber ja, es ist natürlich, man muss ja auch Spaß haben an dem, was man macht. Und ich habe halt null Spaß daran, irgendwelche Challenges zu drehen. Ja, okay. Und dann kam das ganz natürlich. Bei mir ist es ja auch so, dass ich mein Hobby quasi zum Beruf gemacht habe. Ja. Oder zur Berufung. Und das auch jetzt auch vor der Kunst halt auch schon mit Film und Video. Ja. Das ist bei dir auch der Fall, ne? Ja. Also du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe mich da letztens gefragt, weil hast du noch Hobbys? So? Außer das YouTube-Ding? Ja, also weil es ja zur Arbeit wurde, weißt du, was ich meine? Ja, wenig, nee. Ich ja, ne? Mach keinen Sport mehr. Ich bin ziemlich wenig eigentlich so mit Leuten unterwegs und alle Leute um mich herum haben dasselbe Hobby, nämlich YouTube, ja. Entweder irgendwie vor oder hinter der Kamera. Deswegen eigentlich relativ wenig, aber ich bin auch nicht unglücklich drüber, weil das so sehr mein größtes Hobby ist, dass ich nichts anderes machen will. Ja. Deswegen arbeite ich auch die ganze Zeit, weil ich keine Lust habe, was anderes zu machen. Mhm. So. Okay, verstehe ich. Bei mir ist es das Malen ein totales Hobby. Ja. Ich habe auch manchmal Sachen, dann wird es halt zur Arbeit. Ne? Ja. So auch das Malen manchmal, wenn man irgendwie was fertigstellen muss oder die Prints, wenn die verkauft werden, dann sage ich, okay, ich muss jetzt wieder einen neu produzieren. So. Mhm. Aber ich versuche das immer noch als Hobby zu halten, weil es fällt mir tatsächlich schwer, dann nicht zu filmen für Instagram-Stories und Content da draußen zu produzieren. Das fällt mir manchmal tatsächlich schwer. Aber besonders wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich das Handy aus und versuche, das wieder zum Hobby zurückzuführen. Mhm. Weil ich merke, wie das, wenn es nicht komplett, wenn es zur Arbeit geht statt Hobby, dann ist es irgendwie was anderes. Ja, definitiv. Ich habe natürlich kommt mit dem,
mit der Selbstständigkeit auch viel Kram, auf den man jetzt erstmal keinen Bock hat. Ja, Entschuldigung. Bist du mit dem Blau zufrieden? Sehr zufrieden. Wir können auch noch, ich hätte noch was im Angebot. Nein, ich bin sehr zufrieden. Wir könnten noch ein zusätzliches Blau Ach so, ja, und dann noch ein Muster schaffen, auf dem wir dann... Ja, 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 okay, das ist stark. Ja? Sonst ist vielleicht ein bisschen zu einfach. Pass auf, ich habe hier die Maske, die habe ich tatsächlich desinfiziert vorher. Geil. Das ist auch die bessere Maske. Ziehe ich das unten auch über meinen Kopf? Ja, genau, das ziehst du deinen Kopf. Ja, das Ding ist, natürlich kommt mit der Selbstständigkeit auch viel Kram, auf den man jetzt nicht direkt Bock hat. Steuern und der ganze Kram. Und den probiere ich gerade so ein bisschen auszulagern. Ja. Ich glaube, ich rede weiter, wenn ich hier fertig bin mit der Maske. Ja. Ist so, die Maske ist nur für akutes Spraying. Okay. Wenn du davor stehst, dann können wir sie wieder ausziehen. Du kannst dir auch gerne was nehmen. Ist das dasselbe Blau? Das ist Spezial-Spray. Okay. Das ist Kreide. Wenn du die jetzt da drauf machst, wird die rissig. Sieht geil aus. Nee, aber ist, glaube ich, zu viel. Okay. Das normal ist? Das macht ähnlich die Struktur, die du haben wolltest. Das macht diese Struktur automatisch, die wir eben gespritzt haben. Ah, okay. Okay. Da brauchen wir und das ist normal? Das ist normal. Dann mach erstmal mit dem normalen. Du kannst auch Geld darauf tun, oder? Mhm. Ja, aber ich glaube, mit verschiedenen Blautönen im Hintergrund ist schon ganz gut. Und dann gehen wir gleich mit anderen Farben drauf. Ich bin leider, was Farblehre angeht, nicht so besonders bewandert mit Komplementär und... Ja, aber... Den ganzen Lachs. Wir machen das noch gefühlig. Ich finde es auch so frech, wenn noch ein bisschen drauf. Oh ja, stark. Mach hier auch nochmal drauf, bitte. Oh ja, sehr stark. Und mach hier unten nochmal, bitte. Dann haben wir da noch so ein bisschen weniger. Ja, ja, ja. Strong. Sehr geil. Darf ich drauf? Na klar. Ich habe gesehen und gehört, du warst lange in Südfrankreich. Jo. Surfen. Jo. Ey, tut mir leid. Ist egal. Ja, hau mal noch einen drauf. Oh, viel besser. Du brauchst mehr Energie. Struktur. Mehr Energie. Ja, aber mehr Energie, dann ist mehr. Mehr Energie, aber trotzdem die Kontrolle. Ja. Oh ja, das ist deutlich besser. Geil. Okay. Und wir müssen irgendwie ein bisschen aus der Mitte rauskommen, damit wir hier. Aber das können wir ja gleich auch noch mit anderen Farben machen. Ich wusste auch schon, ja, dass wenn du kommst, dass es nochmal anders wird. Obwohl es das erste Mal ist, dass ich das jetzt so mache. Ich wusste, es wird anders. Ja, ist genug Geld. Jetzt würde ich gerne was okay. anderes machen. Ja? Nee, aber okay. Ist geil. Gelb, mit was gehen wir noch drauf? Rot. Rot auf jeden Fall. Können, weiß, um ein paar Details machen, aber vielleicht am Ende. So in den Boden der Dose. Und dann in den Boden der Dose? Ja, da kannst du die Farbe so sammeln und dann kannst du es richtig gut. Mal von so einer Spraydose meinst du? Ja. Wie? Ja, du machst so. So ein Loch rein oder was? Nee. Ah! Oh! Machst du? Ah, okay. Und dann kannst du. Das habe ich noch nie gemacht. Nur mit das mehr ist, Elan. Mach mal mehr rein. Ja. Doch, aber das ist gut. Dann kann man damit so noch ein bisschen feinere so Splash-Details machen. Weil mit der Acrylfarbe ist natürlich immer sehr viel. Also es hört natürlich immer, es hört sich so an, als wäre ich jetzt hier so Künstler der ersten Stunde. Aber das ist so ein bisschen filigraner einfach. Ja, ist doch geil.
anders. Anders. Weniger natürlich, weil man die Laufrichtung, man sieht ja, ja die Laufrichtung vom Dings, dann sieht man nicht mehr. Aber ich finde zum Beispiel, jetzt hat es eher so ein Uplifting. Mhm. Es wirkt ein bisschen fröhlicher, finde ich. Mhm. Und vor allem hast du hier so, so wie so ein Gesicht. Hast du Rakel hier? Rakel? Mhm. Was ist Rakel? Sind Rakel nicht so... Ja, das! Das meine ich. Ich dachte, das wäre ein Rakel. Ah, okay. Ja. Ich weiß aber nicht, wie es wirklich heißt. Kann, vielleicht weißt du da mehr als ich, das weiß ich nicht. Ich nenne das Spachtel. Spachtel, ja. So einfacher, ja. Das wird jetzt ein bisschen grünlich, wenn man es so rüberzieht, ne? Ja. Weil sich das Gelb mit dem... Ja, ist gut. Ich Grün haben wir ja ähnlich. Was, ich habe noch was für dich. Was hältst du denn von dem hier? Oh ja, sehr gut. Weil ich fände es geil, wenn wir aus der Mitte heraus... Ich tue es nochmal in Ausgangsposition. Ja. Wenn wir aus der Mitte heraus so ein Viertel... Aber eigentlich ganz etwas, am also Ende... Also was Gradliniges brauchst du noch. Genau, also ich würde alles komplett vollsplashen. Ja. Und ganz am Ende von der Mitte raus einmal oben eine Ecke komplett verwischen. Okay. Zusammen wegziehen. Ich bin dafür, wir machen das zweimal. Einmal groß und einmal klein. Okay, ja, können wir auch machen. Wir können auch eine jetzt machen und eine am Ende. Ja, können wir auch. Und dann über den jetzt gemachten nochmal drüber. Genau, dann haben wir nochmal so mehrere Ebenen. Ja. Ist nur die Frage, nehmen wir den großen jetzt? Ich bin für den kleinen. Ich bin auch für den kleinen. Dann lass uns einen kleinen jetzt machen. Den hier, oder? Ja. Irgendwie erst hier und dann den großen vielleicht da. Später. Ja. Irgendwie sowas. Willst du es machen? Ja, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Farbe. Noch mehr Farbe? Ja. Gelb noch mehr? Ja, oder vielleicht sogar schon, den Rot, das machen wir gleich dann da drüber. Ich nehme nochmal Weiß. Bist du, glaubst du bist süchtig? Ja, von irgendwas? Übelst krank. Von was bist du allem. Süchtig? Nach Arbeit. Arbeitssüchtig? Nikotin. Alkoholiker? Ja, übelst. Raucher? Ja, alles. Ich bin alles? Wirklich. Ich bin suchtanfällig wie kein Zweiter, ja. Ich glaube, ich kenne, also aus meinem Freundeskreis, ich kenne niemanden, der so suchtanfällig ist wie ich. Ehrlich? Ja, wenn ich was mache, wenn ich was gerne habe, dann liebe ich das. Ja. So richtig. Ja, fühle ich. Das hört sich dumm an, ne? Nee, ich kann das verstehen, ja. Aber ich liebe Bressot mit Laugenstangen und Tomaten jeden Morgen. Ich esse das seit anderthalb Jahren jeden Morgen, weil ich das so sehr liebe. Krass. Und das ist mit allem so, was ich richtig geil finde. Ich habe das in der Uni gegessen morgens. Ja. In meiner Uni-Zeit. Ja. Ich bin süchtig nach allem, was ich geil finde. Okay. Ja. Geil. Und du? Mittendrin oder so am Ende? Ich finde eigentlich mittendrin geil. Ja, da würde ich es ungefähr machen. Oh, ich würde Dollar drücken. Ja? Ja. Okay, ich würde doch nicht Dollar drücken. Jetzt wäre nochmal drüber, aber schwach, dass es wieder raufschmierst vielleicht. Mach du nochmal. Vielleicht müssen wir da nochmal, sieht man das Weiß wieder durch, ne? Sieht so ein bisschen unbeholfen aus. Ja. Oder wir gehen hier komplett crazy und gehen einfach wieder hier mit der Hand rein. Können wir auch, wir können aber auch jetzt da noch was drüber setzen. Ja, genau. Wir können auch zum Beispiel jetzt vielleicht das so ein bisschen abschirmen und dann da noch was Rotes drauf tun. Mhm. Dass wir ein rotes Viereck haben zum Beispiel so ein bisschen. Mhm. Wie oft bist du traurig? Sehr selten. Sehr selten? Sehr, sehr selten, ja. Ich bin, also es hört sich dumm an, weil es hört sich so an, als würde sich für mich alles nur darum drehen, aber es ist so ein bisschen so. Ich habe zum Glück wenig Familientragödien und so erlebt. Ja. Richtig traurig bin ich nur, wenn Videos und so nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Bist du dann traurig oder wütend? Traurig. Traurig? Ja. Was machst du, wenn du traurig bist? Gar nichts. Gar mir, nichts? Nee, mir, also ich habe zum Glück nicht so eine krankhafte Traurigkeit, wo ich nicht selber wieder rausfinde, sondern es ist immer so irgendwie, es fühlt sich so moderat an, so wie man halt traurig ist und nie darüber hinaus. Dann denke ich mir so, oh ja, kannst du nichts dran ändern, so zack, zack. Ich werde sehr traurig über alles, was ich nicht selber kontrolliere. Also wenn ich ein Video abgebe auf YouTube, dann schicke ich das raus in die weite Welt, dann liegt das nicht mehr in meiner Hand, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Habe ich vorher alles gemacht, was ging, damit das gut wird, nach meinen Gedanken.
oder so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn es dann nicht funktioniert, dann werde ich traurig, aber ich habe halt eben keinen Einfluss mehr drauf. Ich bin da leider ein sehr schlechter Ratgeber, weil ich ich finde es interessant, dass du einfach auch wenig traurig bist, weil ich habe das Gefühl, dass traurig sein ein immer größerer Teil der Gesellschaft wird. Übelst weißt du? Krank. Ich habe auch gestern habe ich zufällig ein Video gesehen von Simplicissimus, dass Musik über die letzten Jahrzehnte kontinuierlich trauriger wird. Ja, und man weiß nicht genau, woran das liegt. Und die traurigen Sachen sind deutlich erfolgreicher. Und das liegt an mehreren Punkten wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass da viel natürlich reinspricht, dass die Leute sich alleine fühlen. Mhm. Einsamkeit, obwohl man immer mehr verbunden ist mit der Welt. Mhm. Man kennt immer mehr Leute irgendwie. Ist man trotzdem einsam, weil die Bindungen nicht mehr so stark sind wie früher. Ja, und auch, weil man untergeht wahrscheinlich einfach. Ja, ich glaube, Instagram, Instagram macht ganz traurig. Genau, deswegen hasse ich Also ich liebe YouTube und Twitch, ich hasse Insta, ich hasse TikTok, ich hasse Twitter und probiere meine Zeit da auch sehr niedrig zu halten auf den Plattformen, weil es macht verrückt, macht richtig verrückt. Ja, TikTok habe ich deinstalliert, weil ich nicht kontrollieren kann, wie viel ich da drauf bin. Ich habe da eine Zeitbegrenzung von einer Minute und dann gehe ich morgens, wenn ich auf Toilette gehe, bin ich da eine Minute dran und dann ist für den Tag so dann. Ja, aber dann machst du zwei Klicks, Limit aufheben, zack, geht weiter. Ja, ja, natürlich, das ist die Gefahr. Das habe ich jetzt, als ich in Quarantäne war, habe ich das. Ich habe Stunden TikTok, weil ich nichts zu tun hatte. Aber ich will rot. Ja, dann rein. Ich finde, also wir haben komplett außenrum noch wenig. Es ist jetzt alles sehr so focused in der Mitte. Genau. Jetzt besser, oder? Viel besser, ja. Oha, stark. Das ist geil. Dann geht es auf jeden Fall in eine komplett andere Richtung mit. Rot ist einfach so eine harte Farbe. Rot ist krass, ne? Rot ist richtig krass. Aber rotes Plätter können wir vielleicht auch einfach vermeiden. Ja, das wird vielleicht noch zu viel. Weil das ist viel. So zu blutig. Ja. Das ist jetzt auch sehr blutig. Wenn wir das Bild jetzt umdrehen, gleich, hat das Blut auch, weil jetzt ist das Blut negativ ein bisschen. Mhm. Wenn wir das gleich umdrehen würden, ist besser, ne? Würde es, glaube ich, wieder positiver. Positiv. Mhm. Geil. Was machst du, wenn du traurig bist? Wenn ich traurig bin, ich bin tatsächlich öfters traurig. Mhm. Also ich bin nicht, ich hatte ja auch Depressionen früher, von 17 bis 20. Mhm. Und hab das nicht mehr, konnte das ablegen, tatsächlich komplett erst so vor 2 Jahren, als ich so in Köln gezogen bin, als ich so mehr mich versucht habe zu finden. Wenn ich traurig bin, ich bin auch gerne traurig, teilweise. Ja. Ich bin ein Mensch, der die Emotionen, die ich bekomme, die lebe ich auch gerne aus. Ja, okay. Ich verarbeite das beim Malen gerne, manchmal weine ich beim Malen, manchmal mache ich die Leinwand kaputt, so, also ich lasse auch viel gerne einfach raus. Wenn ich nicht mehr traurig sein möchte, also oder mich ausgetrauert habe, so, gibt es ganz einfache Mittel. Der einfachste Weg wäre jetzt einfach einen Freund anrufen und was machen. Oder sich fetten Joint rauchen. Sich ablenken. einen fetten Joint rauchen. Ich glaube, man sollte nicht kiffen, wenn man negativ gestimmt ist. Ja. Ich glaube, also man sollte Marihuana nur konsumieren, wenn man sich positiv gut fühlt. Weil Marihuana sorgt dafür, dass alles, was du empfindest, einfach verstärkt wird. Mhm. Aber Meditation hilft mir zum Beispiel auch sehr, sehr viel. Ja? Ja. Das vernachlässigt, habe ich wieder sehr vernachlässigt. Habe ich heute das erste Mal wieder angefangen. Geil. Ja. Weil du 2 Stunden auf mich gewartet hast. Nee, ich bin um 8 aufgestanden, bin eine Runde spazieren gegangen. Ich darf noch nicht so viel Sport machen. Ja. Bin eine Runde spazieren gegangen, bin zum Bäcker gegangen, habe ein bisschen Yoga gemacht, habe meditiert, habe die Kameras ready gemacht, habe mir die Zettel aufgeschrieben. Stark. Und war dann 2 Minuten vor 10 habe ich den Tee aufgesetzt. Geil. Und habe den Tee dann eine halbe Stunde ziehen lassen, quasi gefühlt. Apropos Tee, willst du Tee? Ja. Scheiße, die sind, also ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber die sind super gleich. Das war einer so und einer so. Aber da wollten wir ja noch was hinmachen. Genau. Das fällt dann gleich wieder weg. Ich danke. Die Flatschen sind sehr dick, das heißt, das Bild wird einige Tage brauchen zum
zum Trocknen, bevor du es. Bevor ich jetzt die aushändige. Ich habe Zeit, alle Zeit der Welt. Geil. Das ist mein Lieblingstee. Ist gut. Smiling Buddha. Stark. Denkst du viel nach, wenn du am Malen bist? Ja. Also ist es nicht so, dass du so zack, 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 sondern doch auch. Okay. Also bei mir ist oft so, dass die ersten 80% eines Bildes in den ersten 2 Stunden entstehen. Okay. Und dann habe ich manchmal Bilder, die Wochen, Monate lang rumstehen noch. Mhm. Und ich mache am Ende nur die Augen fertig, nur 2 Punkte in dem Bild. Und dann schließe ich aber auch Gedanken von mir ab. Erlebnisse. Ich mal ein Bild, weil es mir schlecht geht. Kann das diese schlechte Erfahrung noch nicht verarbeiten im Leben. Mhm. Dann wird dieses Bild auch nicht fertig. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich habe solche unten im Bild im Wohnzimmer. Das größere mit den weißen Linien. Mhm. Das habe ich vor Monaten angefangen zu malen, als es mir nicht gut ging. Und ich habe das erst vor einer Woche fertiggestellt. Okay. Und das war auch wieder ein Punkt, wo seitdem geht es mir wieder deutlich besser. Geil. Vorher hing dann ein düsteres Bild, jetzt hängt wieder ein fröhliches Bild in meinem Wohnzimmer und ich bin viel motivierter und glücklicher. Also die Bilder haben schon sehr viel mit meinen Emotionen immer zu tun. Ich will das jetzt demnächst versuchen mal aufzuschreiben, weil das immer so ein bisschen zu schwierig ist zu erklären. Ja. Zu Facetten. Ich weiß, was du meinst, mich stört ein bisschen hier, dass da die ganzen Ansätze sind. Ja, genau. Das ist alles sehr komprimiert und sehr gleich. Ja. Ich will es nicht kaputt machen, weil die letzten Male, wenn ich gemalt habe, dann bin ich irgendwann so ausgeflippt und dachte so, ach komm, jetzt mache ich einfach so, zack. Und dann hat sich das aber so sehr vermischt, dass so eine braune Masse oder so geworden ist und dann war es auch nicht gut. Jetzt können wir mal einfach noch rot drauf hämmern. Wir können auch, was hattest du denn eben? Wir können auch dieses, was ist denn das zum Beispiel? Guck mal, das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie benutzt. Textureffekt. Auch gut. Dann hämmer das mal. Sollen wir das vielleicht hier unten machen, wo es frei ist? Ja. Hat man so einen kleinen... weiß nicht, was das macht tatsächlich, ne? Ja, das. Kannst du auch erstmal. Soll ich noch ordentlich schütteln? Ich glaube, es sieht dann so aus. Ja, ist doch gut. Dann würde ich auf den Lachs. Soll ich so machen? Ja. Einfach irgendwie. Was ist dein persönlich größter Flex für dich selber? Also nicht unbedingt, was du nach außen posaunst, so, weißt du, was ich meine? Nicht jetzt sowas, also von so einer, finde ich cool. Geil, das bringt jetzt nochmal wegen dem Rot hier. Macht es das. Gefällt mir gut. Ich meine jetzt solche nicht einfach so eine Rolex zum Beispiel, die man trägt, um das bin zu zeigen. Bin ich der Typ für. Genau so, sondern ich meine, was ist dein persönlicher Flex, wo du so selber für dich selber sagst, boah, da bin ich so. Vielleicht meine. Ich definiere mich halt sehr, sehr stark über die Arbeit. Ja. Sehr stark. Ja. Das ist, die Arbeit ist dein Leben. Ja, genau. Und vielleicht so ein bisschen meine Arbeitsmoral oder mein Drive. Ich finde die Anerkennung dafür, wie viel ich arbeite, schon sehr geil. Deswegen werde ich wahrscheinlich sagen müssen, dass es das ist. Okay. Mein größter Flex ist, so dumm viel zu arbeiten. Okay. Ja. Also meinst du die Leistung, die du erbringst, oder das Produkt, was rauskommt? Eher die Leistung. Ja, die Leistung. Also eher, dass ich wirklich 12 Stunden da sitze, 7 Tage die Woche oder 10 Stunden oder was auch immer. Eher das. Okay, dass du, dass du diszipliniert bist und, und ein Hustler bist. Genau. Darauf bist du stolz und das ist dein Flex. Okay. Genau. Ja. Eher so, den erkenne ich wie kannst du so lange da sitzen? Und dann geht in meinem Körper so ein bisschen so, weißt du? So, das ist vielleicht so echt mein größter Flex. Mhm. Ja, den gebe ich dir auch. Danke. Ich finde das eigentlich schon ganz geil. Ich finde es auch ganz geil. Ich weiß nur nicht, ob das hier nicht auch noch irgendwas braucht. Mhm. Ich habe da überlegt, ob man von oben. Genau, habe ich auch gedacht. Das Weiße noch. Ja. Dann haben wir noch mal so einen Gegensatz. Und dann hast du auch in dem Teil hier überhaupt keine Richtung, weil so checkt man jetzt auch noch, okay, die Linien gehen alle in die Richtung. Ey, eigentlich müssten wir aber jetzt gerade, wo es so steht, auch noch gelbe und weiße wieder hier runter machen.
Damit, weil wir haben jetzt rot hier runter. Aber mach nicht zu viel. Ja. Ja. Ich glaube, dass wenn wir jetzt quasi, was habe ich genommen dafür? Das Stinkezeug, ne? Mhm. Wenn wir das jetzt quasi von hier oben schräg, diesen Effekt noch mal nur in diesem Bereich von hier vielleicht haben. Ja, ist geil. Meinst du? Mach mal. Was ist dein größter Flex? Auch meine Berufung tatsächlich. Ja. Ich bin extrem stolz darauf, dass ich mich traue, das zu machen, was ich mache. Ja, ist geil. Und ich muss sagen, ich finde das einfach geil, wenn ich sagen kann, ich bin Filmemacher und Künstler. Mhm. Das ist einfach irgendwie, ich finde das einfach cool. Ja, ich finde das selber einfach cool, dass ich das mache und dass ich davon tatsächlich lebe. Ja, ja. Also, dass ich nicht noch nebenbei einen Nebenjob haben muss, sondern dass ich das geschafft habe, davon leben zu können. Ich mache mal mehr Kunst, mal mache ich mehr Film, mal mache ich Imagefilme, was mir nicht so viel Spaß macht. Mhm. Aber es ist trotzdem dieses kreative Geschäft so. Also ich bin trotzdem in diesem Radius. Ja, ja, ja. Mal mehr, mal irgendwie immer so verteilt. Winter zum Beispiel ist ganz anderes halt im Sommer. Ja. So, das sind, da habe ich zwei unterschiedliche Jobs irgendwie gefühlt. Ja. So. Jetzt mit der Kunst ist nochmal ein ganz neuer Faktor dazu, aber das ist auch so mein Flex für mich selber. Ist geil. Krass, ich glaube, dass es sehr dass es sehr schwer ist, sowas zu finden. Oh, scheiße, wie schwer, Alter. Kannst du es halten? Ich glaube, das ist vielleicht die größte Aufgabe oder die für viele Leute mit. Hast du das Schräge halten? Was? Die Leinwand fällt. Du darfst nicht so doll drücken. Ja. War es das? Ja. Sieht fast aus wie so ein Himmel oder so. So ein Bild im Bild. Ich glaube, für viele Leute ist es unfassbar schwierig, einen Beruf oder sowas zu finden, worauf man richtig Bock hat. Ja. Ich hasse, dass man das als, dass wir das als Flex sehen. Mit 22 sowas gefunden zu haben, wo man so sagt, ey, das will ich die ganze Zeit machen, das ist übelst geil. Ja. Weil es einfach so abnormal ist, dass man in so jungen Jahren das machen kann, was man will. Also das ist völlig verrückt. Bist du denn, wo siehst du dich denn zum Beispiel in 5 Jahren? Hast du da eine Idee, wo du sein willst? Was willst du erreichen? Was ist dein... Im besten Fall in Köln. Mhm. Am Videos machen, größer und toller. Aber nichts anderes. Einfach wie es. Okay, wo siehst du dich in 10 Jahren? Im besten Fall nichts anderes machen. Nichts anderes. In 30 Jahren? Vielleicht in Portugal in 10 Jahren, aber genau das Gleiche machen. Okay, also wenn du 50 Jahre alt bist. Ja. Aber dann ist die Welt ja auch eine ganz andere, oder? Genau. Aber dann mache ich im besten Fall Videos oder Dokus. Okay. Also nur irgendwo, wo es wärmer ist. Ja. Ja. Okay. Also ich bin so hyped darüber, das machen zu können, dass ich will eigentlich nie wieder was anderes machen. Krass, krass. Es fehlt auf jeden Fall noch eine Sache oder zwei. Also ich bin es noch nicht ganz fertig. Ich finde, hier ist noch so ein bisschen. Ich meine, es muss auch nicht komplett voll sein, ne? Nee, nee. Ich würde gerne noch irgendwas. Ich würde gerne noch ein bisschen was Gradliniges haben, glaube ich. Ich weiß nicht, was ja, hier mit ist. Ja, da ist irgendwas, ne? Ja. Da schaut mich auch irgendwas mit. Vielleicht muss man, ach guck mal, die Textur fängt hier an. Ja, ich hab's auch gesehen. Sieht aber geil aus. Ja, ist richtig. Ich feier das. Aber hier ist nicht, da ist vielleicht zu wenig. Zu wenig, ja. Nochmal nach, obwohl, jetzt haben wir das. Gehen wir auf das Rot. Was macht man damit? Womit? Hiermit. Wir könnten... Oder gehen wir komplett mit dem Weiß da drauf und dann siehst du durch die Cracks das Rote noch durch. Wenn das funktioniert, können wir ausprobieren. Ah, das sieht man hier. So wird es dann sein. Ja, genau. Oh. Das finde ich übelst geil. Das könnte man machen. Wir können auch so Ratscha machen, noch hier. Nee, ich glaube, das ist zu gezielt. Ja? Ja. Lass mal einfach mit dem Weiß da drüber. Ist das das hier? Nee, das war das hier. Wie krieg ich das? Willst du das denn so geradlinig haben oder jetzt hier? Also mal, soll ich das abdecken, was ich meine? Ja, deck mal lieber ab. Okay, warte.
Geduld. Das muss schon wahrscheinlich mehr sein. Ne? Also so wie hier so, oben. So wie hier ist ja, gut. Genau, so ja. Wie hier ist gut. Wir können auch jetzt. Die Folie, wie ich das am Anfang gemacht habe, hier nochmal drauf machen. Dann haben wir nochmal so ein Muster eventuell da drin. Können wir auch. Wir können ja das Weiß nochmal drüber machen. Wenn's uns oder gut. Wir machen es hier unten noch. Da nochmal das. Dem, ja, mit dem boah, ich weiß nicht, ob das schon zu alt ist, das Weiß jetzt. Na, wir können ja nochmal neu drauf. Ja. Oder über das Rot einfach. Doch, müsste eigentlich gehen. Ja. Sollen wir testen? Nee, und? Wir machen komplett. Was? Wir machen jetzt einfach. Du willst das ganze Bild weiter? Nee, nur hier unten. Bisschen verwaschen. Ja, ist doch geil. Ich find's nicht schlecht. Sollen wir es da oben auch direkt machen? Ja, oder safe. Guck mal, wie das Rot komplett verschwunden ist. Ja. Lass mal hier oben noch kurz. Soll ich was halten? Ich habe ja in meinen Bildern immer Augen. Magst du Augen? Ja. Können wir irgendwo reinhauen? Da. Ja. Ein Auge vielleicht. Ja. Rein da. Aber das kann ich nicht machen. Nee, ich mach das. Sehr gut. Aber das fällt mir echt ganz gut. Ein Auge. Moment, dann machen wir noch ein bisschen Struktur rein. Geil. Und dann machen wir noch den schwarzen und die Augenbrauen kriegt es noch. Geil. Wir machen den mit schwarzen Augenbrauen. Ja? Ja. Okay. Wenn du eine Frage stellen dürftest ja. Und die wird dir beantwortet, ja. Welche Frage würdest du stellen? Ich glaube, ich würde aus Meme, um mir das Leben nicht zu versauen, dadurch, dass ich jetzt eine zu tiefe Frage stelle. Ja. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt die Frage stellst, wann sterbe ich, okay, dann ja. Richtet sich alles auf diesen ja. Tag aus. Ja. Oder wenn du irgend so eine philosophische Frage stellst, die ganz lange, wo es keine klare Antwort darauf gibt, aber du in diesem Moment dann eine richtig klare Antwort darauf bekommst, dann versaut man sich, glaube ich, so ein bisschen den Spaß am Leben. Ja. Was ich witzig fände, wäre, wenn man die Frage dann einfach dafür wasten würde, so die Lottozahlen von morgen zu fragen. Ja, okay. Und dann einfach so einfach, Lotto gewinnen, zack, ja. Fertig. Okay. So. Um sich einfach den nicht zu ein zu tiefes Ding, so nicht eine zu tiefe Frage auf einen so beantwortet zu haben. Okay, ich würde also sowas wie wann sterbe ich, würde ich gar nicht fragen. Aber ich bin echt happy. Findest du gut? Ja, finde ich sehr gut. Wo willst du es wahrscheinlich hinhängen? Das ist in den Keller. Nee, wahrscheinlich irgendwo ins Büro, weil ich habe ja tatsächlich angefangen so ein bisschen, also ich habe jetzt mein erstes Kunstwerk gekauft, so ein dreiteiliges, wie soll ich das sagen, dreiteiliges Ton-Ding. Für an die Wand und das muss ich alles in unserem Büro platzieren, weil ich zu Hause keine gebührenden Plätze dafür habe, weil mein Zimmer zu klein ist. Ich ja in einer WG wohne und so und das macht relativ wenig Sinn und die meiste Zeit verbringe ich im Büro und dann hat man einfach mehr davon. Deswegen wahrscheinlich, wenn wir ab Januar in unser neues Büro ziehen, dann vermutlich da, mit genug Platz, irgendwo, wo es vernünftig funktioniert. Ja, ist doch gut. Es ist so ein bisschen versteckter. Mhm. Man sieht es direkt, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen. Fließt mehr noch ein. Und es sieht fast so aus. Hast du den hier gerade gemacht? Den Mund? Nee, das hier. Nee, ne? Nee. Für mich sieht es nämlich fast so aus, als wäre hier so eine Linie ja. Von dem großen Auge. Ja, sehe ich auch. Lebst du bewusst? Nö. Nee? Nee. Du lebst unbewusst. Übelst im Rausch. Ja? So. Ja.
Übelst unbewusst. Krass. Ja. Also gibt's nicht. Meditierst du? Nein. Das ist das Ding, ich bin komplett. Du bist einfach eine Maschine. Nee, keine Maschine, aber. Mein Leben ist alles andere als ein bewusstes Leben. Ich nehme mir keine Zeit, um mich auf Sachen zu fokussieren. Das solltest du vielleicht noch tun. Ja, das sagen wir immer wieder, Leute. Das solltest du vielleicht noch tun. Aber ich fahre so gut damit, wie ich es mache. Mhm. Das fühlt es sich zumindest gerade. Aber ich glaube, wenn du das schaffst, noch bewusst dazu zu leben, wird alles, weil du liebst doch Dinge, die du liebst. Mhm. Und ich glaube, wenn du bewusst lebst, ist alles noch mal intensiver. Ja, das kann sein. Du hast eine höhere Dankbarkeit. Es kommt noch mal so eine Stufe drauf. Mhm. Das kann man aber nur, wenn man... Du musst es so erfahren, irgendwie sowas. Ich bin zum Beispiel, wenn ich duschen gehe und da warmes Wasser rauskommt, bin ich sehr oft einfach so, wow. Ich bin richtig dankbar. Echt? Ja, ich bin richtig dankbar, dass ich in dem Zeitalter lebe, in dem mich das null juckt. Ich weiß nicht mal, wie das funktioniert, dass da Wasser rauskommt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, ja. Ich mache einfach das Ding an und dann kommt da warmes Wasser raus. Alter, vor ein paar hundert Jahren, Alter, stell dir mal vor, du hättest den Leuten das... Ja. Nee, ich gehe in die Dusche und fuck mich ab. Scheiße, das Shampoo ist schon wieder leer. Okay, daran arbeiten vielleicht noch. Ey, geiles Bild. Ich danke vielmals für die Einladung. Ich danke, dass du da warst. Es war ein Traum. Ich danke fürs Zuschauen. Was sagt man da immer? Du bist der YouTube-Experte. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat... Oh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins der folgenden Videos zu verpassen. Mhm. Vielen Dank an Max. Und vielen Dank an Dave. Check Dave auf jeden Fall ab. Wer kommt als nächster Gast? Vermutlich Selfie-Sandra. Geil. Vermutlich Selfie-Sandra. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr gerne hier in diesem Format sehen wollt. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es einfach rein. Wenn ihr grundsätzlich noch Ideen habt, was man mit Kunst hier noch zusätzlich als Gimmick irgendwie verbessern könnte, schreibt es auch gerne rein. Dave, es hat mich gefreut. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.